Das persönliche Anliegen ist, dass man den jungen Menschen im wahrsten Sinne live vermittelt, was passiert, wenn ich eben unangemessene Geschwindigkeit habe, wenn ich unter berauschenden Mitteln fahre, wenn ich unter Alkohol fahre und Verkehrsunfälle verursache, zum Teil auch tödliche Verkehrsunfälle, unglaublich viel Leid in Familien, aber zum Teil auch persönlich betroffen wird. Und wenn das von den Helferinnen und Helfern, die am Unfallort waren, wenn das von Betroffenen, wenn das von Familienangehörigen selbst vermittelt wird, hat es immer eine ganz bleibende Wirkung. Und deswegen ist dieser Crashkurs in Gänze auch ein ganz wichtiges Projekt, weil ich glaube, es ist eines der wichtigsten Projekte, was wir überhaupt im Land machen, um junge Menschen zu erreichen, weil sie bewusst wahrnehmen, nicht irgendwie der Minister belehrt oder der Polizeidirektor gibt eine Ansprache oder sonst nichts, sondern die Betroffenen selbst. Und das hat immer wieder eine bleibende Wirkung. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, weil es zum Teil auch eine große Herausforderung an die betreffenden Personen ist, die dann wieder das Erlebte nochmal auffrischt, dass so viele bereit sind, sich hier einzubringen und junge Menschen zu vermitteln. Passt auf, euer Leben ist so viel wert, dass ihr nicht wegen 5 km/h zu schnell euer Leben aufs Spiel setzen müsst. Und ich habe selten Veranstaltungen erlebt mit so vielen jungen Menschen, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes die Stecknadel fallen hören können und wo sie nicht Sorge haben, die junge Leute folgen den Ausführungen nicht, sondern im Gegenteil, sie sind zum Teil auch stark betroffen und der ein oder andere erträgt das im Zweifelfall auch nicht. Auch das mussten wir lernen, wie wir dann mit solchen Menschen umgehen, die einfach dann nach draußen gehen, weil sie das in der Form so nicht sehen können, wie sie das in Zukunft verarbeiten. Und deswegen ist es auch für uns ein Lernprozess gewesen, aber es ist eine ganz bleibende Wirkung.